Zur Behandlung des Schwindels setzen wir in meiner Praxis verschiedenste Methoden gleichzeitig ein, eine sogenannte multimodale Schwindeltherapie. Im Kern steht die Physiotherapie. Bei der Physiotherapie werden wiederum verschiedenste Verfahren angewendet. Insofern es zu hochgradigen Gleichgewichtsstörungen kommt, setzen wir das sogenannte Balance Board ein. Dort lernt der Patient, die Füße zu bewegen und damit gewisse Steuerungsbewegungen auszuführen. Er sieht das Ergebnis auf einem Monitor. Er bewegt quasi eine Kugel durch ein Labyrinth mit den Füßen. Das gibt ihm wieder mehr Selbstvertrauen und Gefühl für die Lage der Füße. Wenn es zu Gang- und Gleichgewichtsstörungen gekommen ist, dann setzen wir das Laufband ein mit verschiedenen Schweregraden. Bei einigen Schwindelformen kann man ein Vibrationsplattentraining durchführen. Die Vibrationsplatte führt dazu, dass das Gefühl für die Muskeln und die Lage im Bereich der Füße wieder verstärkt wird und über einen sogenannten Long-Loop-Reflex zum Gehirn geleitet wird. Für einige Schwindelformen, zum Beispiel den Morbus Meniere, haben wir auch schon mit Erfolg die sogenannte Opton-Tiefenlasertherapie eingesetzt. Das ist eine Laserbehandlung, die etwa 5 bis 7 cm ins Gewebe eindringt und man kann den hinteren Bogengang damit erreichen. Führt dazu, dass Bewegung in der Lymphe im Bogengang in Gang gesetzt wird und diese Kristallbildung oder auch diese Stauung von Flüssigkeit behoben wird. Der seelisch bedingte Schwindel, auch phobisch bedingter Schwindel genannt, wird ganz anders behandelt. Im Vordergrund steht die klassische Verhaltenspsychotherapie, aber auch andere psychologische Entspannungsverfahren wie Biofeedback-Therapie werden angewendet und zum Schluss natürlich auch physiotherapeutische Entspannung oder Methoden wie die Akupunktur können hilfreich sein. Medikamentöse Therapien werden überwiegend in den Attacken zur Linderung schwerer Attacken eingesetzt, haben dann aber in der Dauerbehandlung der verschiedenen Schwindelform einen geringeren Wert. Mit dieser multimodalen Therapie unter Einsatz verschiedenster therapeutischer Möglichkeiten gelingt es dann doch, den Schwindel in 80 bis 90% der Fälle vollständig zu beherrschen.